Reutlingens älteste Einwohnerin, Mathilde Flath, ist am 18. März verstorben. Schuld war in diesem Fall nicht das Coronavirus, sondern wohl eher das sehr hohe Alter. Die Seniorin war mit stolzen 107 Jahren sogar die älteste Frau Baden-Württembergs. Am 14. Juli hatte sie ihren letzten Geburtstag gefeiert und schon fast traditionell ihre Lieblingspflanze, eine Seerose, vom Stadtoberhaupt geschenkt bekommen, so wie hier im Jahr 2018 von der damaligen Oberbürgermeisterin Barbara Bosch. Flath wurde 1912 in Ochsenhausen geboren und ist mit 6 Geschwistern aufgewachsen. Mit 16 Jahren verschlug es sie dann nach Reutlingen, wo sie auf einem Volksfest ihren späteren Mann Adolf kennenlernte. Mathilde scharte Zeit ihres Lebens eine große Familie um sich. So zog sie 10 Kinder groß, hatte 27 Enkel, ebenso viele Urenkel und 3 Ururenkel.